Ich bin der Hermann Peintner aus Sittelsdorf in Niederbayern. Also nach meinen Plänen könnte ich keiner nacharbeiten, das wäre unmöglich. Das Basteln, das ist mir als Kind schon irgendwie sehr gelegen. Und hab schon allerhand gemacht, kleine Teile. Oft so kleine Wägele und so Schneepflüge und so Sachen. Ich habe nie eine technische Schule, ich habe nur Volksschule und Landwirtschaftsschule. Ich bin nur ein normaler Landwirt. Wenn wir unter uns sind, da wird ganz viel gesprochen von der ganzen Ernte und vom ganzen Geschehen in der Landwirtschaft. Da kann ich mich erinnern, da waren wir erst vor zwei Jahren in Skiurlaub. Und da haben wir uns da auf den Gipfel, auf der Höhe, um da in so einen Liegestuhl gesetzt. Und wir haben uns da unterhalten über das Rübenernten und über das Wurzeln und so weiter. Plötzlich hat sich da so ein Gast aufgeregt und hat gesagt, Mensch, geht's doch ihr mit euch ein Gespräch woanders hin und lasst uns in Ruhe. Bei uns in der Gegend werden sehr viele Zugrüben gebaut und da hat sich das Problem von selbst ergeben, dass das eine Schwierigkeit war, bisher mit einem Einreiher diese Mengen Rüben zu bewältigen. Und das war eigentlich der Hauptgrund, dass ich mit einer Zugrübenmaschine befasst habe. Diese Zugrübenvollerntemaschine habe ich selbst konstruiert. Das Hauptproblem war für mich, einmal ein Fahrgestell zusammen zu konstruieren und zu bauen, das, wo diese Last und diese Kraft übertragen kann. Da musste ich sämtliche LKW untersuchen und von oben bis unten, um da irgendwie Teile rauszubekommen, die wo man so zusammensetzen könnte, dass es für dieses Fahrgestell passt. Und dann, wie ich dieses Fahrgestell gehabt habe, dann habe ich mir erst gesagt, so, jetzt bauen wir mit der Maschine weiter. Die Maschine hat eben den Vorteil, dass sie 6 Reihen auf einmal rotet. Also sie köpft die 6 Reihen, rodet die 6 Reihen und sammelt sie gleich in einen Bunker. Und dies schafft dann also gegen einen Einreiher das 5- bis 6-fache und gegen einen Zweireiher das 3-fache. Und kann immer mit einem Mann bedient werden. In dieser Gegend, wo doch zum Teil schwierige Verhältnisse sind, Hanglagen, schwieriger Boden, bis zu einem toniger Lehmboden, doch meine Maschine irgendwie das leichter schafft wie die Fabrikmaschinen. Zum Beispiel, wenn ich also wieder Freizeit habe, dass ich nichts machen da habe, dann überlege, Mensch, was könnte ich da besser machen, das müsste mir doch gelingen. Und da habe ich einfach keine Ruhe nicht und fange wieder was an, gell? Da ja ich keine Kenntnisse vom Plänenzeichnen und auch keine statische Berechnung ausführen kann, das musste ich alles aus dem Stegreif und aus dem Gefühl heraus zusammenbauen. Und ich glaube, diese Konstruktion, die ich bis jetzt gemacht habe, dass vielleicht die Maschinen, also den Wert, dann vielleicht nicht so viel Wert, was wir oft gerne meinen, aber also die Erfahrung, die ich gesammelt habe, das glaube ich, dass der meiste Wert ist. Die Leistung beträgt bei guten Rodebedingungen bis zu 1 Hektar in der Stunde. Die Maschine hat lauter lenkbare Achsen und dadurch kann sie in jede Stellung manövriert werden. Es hat sich rumgesprochen, dass ich eine Maschine baue. Und da sind immer mehr gekommen und haben geschaut, ob das geht. Einige haben gesagt, ja, das geht ja nie, das kann ja nicht gehen. Andere haben gesagt, das schaut gar nicht schlecht aus, das kann schon gehen. Und jetzt läuft sie eigentlich ganz gut. Fabriken, die wo solche Maschinen herstellen für den Rübenroden, die sind bereits alle schon da gewesen, haben sie die Maschine angesehen. Einige haben Interesse, einige sagen, die Maschine ist doch zu groß und zu teuer. Aber meine Meinung ist, dass diese Maschinen zukunftsweisend sind. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.